Ein Mensch, der 20 Mal am Tag für 20 Sekunden auf sein Handy schaut, hat am Ende des Jahres über 40 Stunden nur sein Smartphone angesehen. Oder anders ausgedrückt, mehr als 5 Arbeitstage durchgehend aufs Display geblickt. Bei mir persönlich ist es der Wecker morgens. Also quasi das Erste, was ich höre am Tag, ist mein Smartphone, wenn ich wirklich morgens aufstehe, ob ich will oder nicht. Aus dem Reflex, man guckt direkt mal auf Facebook, was ist das Erste, was irgendwie ansteht. Dann bekommt man mal ein Frühstück oder sonstiges, die ersten Nachrichten über WhatsApp. Und schon ist man eigentlich in diesem Alltagstrott wieder drin, wo das Smartphone einen schon den ganzen Morgen verfolgt hat, sag ich mal. Ja, also ich glaube ganz klar, dass die Konzentrationsschwierigkeiten sich ganz klar auf den Handygebrauch zurückführen, weil sie, wie gesagt, mit dem Handy dauernd alle möglichen Nachrichten checken müssen, Facebook, Instagram, WhatsApp. Devices zur Kommunikation in Schulen zu verwenden, halte ich für sehr sinnvoll. Ich weiß auch, dass derzeit Schulen das nicht befürworten aufgrund mangelnder Konzentration. Aber ich denke halt, dass das die Zukunft ist. Gerade Schüler kommunizieren halt über ihre Handys und ich sehe keinen Grund, dass man das in den Schulen jetzt verbieten sollte. Computerprogramme schaffen es durch ausgeklügelte optische und akustische Reize, unsere Sinnesorgane sehr, sehr vielseitig anzusprechen und deswegen unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken. Ich glaube, wir sind im Moment so begeistert von den digitalen Medien, dass wir meinen, wir müssen alles unbedingt so schnell wie möglich digitalisieren und fragen uns manchmal nicht genügend nach dem Nutzen. Das gilt für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Das gilt zum Teil aber auch für uns selbst, dass wir gar nicht merken, was wir uns so nehmen. Aber wir wollen und können auf die digitalen Medien nicht verzichten. Wir brauchen sie bei der Arbeit, wir nutzen sie zur Kommunikation und immer mehr, um unseren Alltag zu organisieren. Jugendliche wie Erwachsene. Ich denke, dass das Internet auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Dass ich die Möglichkeit habe, wirklich zu planen und zu lernen, digital zu lernen. Das ist eine Bereicherung. Aber der Umgang damit, der ist falsch. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf alles zugleich und wollen es möglichst schnell und sofort. Unsere Erfahrungen allein genügen uns nicht. Wir müssen unsere Erlebnisse aufzeichnen, kommentieren und so vielen wie möglich mitteilen. Auf der Senderseite wie auf der Empfängerseite fordern die Medien unsere ganze Aufmerksamkeit. Wenn ich am Computer arbeiten muss, kann es schon ziemlich nerven, dass irgendwelche Dienste sich melden, aufpoppen, wie zum Beispiel WhatsApp oder Facebook. Ja, weil man halt auch echt teilweise zu viel da rumdaddelt und sowas und das ist halt echt nervig. Handyspiele und WhatsApp, also schreibe mit halt Freunden und sowas, das ist sehr viel. Und besonders das Spielen, das ist fast ununterbrochen. Also ich sehe es auch eher kritisch, dass die gesamten Medien, die jetzt vorhanden sind, eigentlich auf uns einprasseln. Und wir müssen natürlich zusätzlich zu unserem normalen Berufsalltag und zu unserem Privatleben diese gesamten Medienfluten, kann man ja schon dazu sagen, aufnehmen. Und die müssen wir zusätzlich verarbeiten. Also ich bin sehr davon genervt, wenn Menschen dauernd mit ihrem Handy da in der Hand sitzen. Gerade in der Familie haben wir das auch sehr oft. Und das Filtern zwischen den einzelnen Wichtigkeiten der Medien und dann auch des Berufslebens und des Privatlebens, das Zusammenspiel, das empfinde ich als sehr, sehr schwierig. Und die jungen Leute, die heutzutage aus der Schule kommen, die werden mit allem von uns auf einmal überflutet, zusätzlich von den Eltern überflutet und natürlich von extern, von den Medien noch überflutet. Ich habe das Problem, wenn ich sehe, da sind noch 37 unbeantwortete E-Mails. Also wenn ich das kleine rote, die kleine rote Zahl darüber sehe, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, du hast noch 37 Sachen zu tun heute Abend. Die müssen noch irgendwie geklärt werden. Das ist natürlich absurd. Ich mache 2 von denen am Abend, weil das reicht mir dann und bringt mich auch schon irgendwie raus. Aber digitale Medien sind doch längst unsere ständigen Begleiter. Vieles gleichzeitig zu erledigen, sollte für uns kein Problem sein.
Es gibt eine ganze Reihe von Multitasking-Untersuchungen. Mittlerweile haben wir ja fantastische Möglichkeiten, das Gehirn auch zu untersuchen, während es arbeitet. Und relativ übereinstimmend zeigen die Studien, dass wir Multitasking kaum trainieren können. Es gibt ganz, ganz enge Grenzen, in denen wir diese Fähigkeit etwas weiterentwickeln können. Aber im Großen und Ganzen ist Parallelität ziemlich unmöglich und wir schalten lediglich schneller um. Studierende nutzen, würde ich sagen, zur Hälfte auch ihre Laptops in der Vorlesung, einfach um mitzunotieren, was in der Vorlesung passiert ist. Wahrscheinlich auch, um in sozialen Netzwerken ein bisschen zu kommunizieren. Das ist, sehen wir nicht so kritisch. Das ist ja der Stand der Kommunikation derzeit, von daher akzeptieren wir das eigentlich. Also man sieht natürlich viele Leute, die dann auf ihr Handy gucken und so weiter, aber in dem Moment, wo die Vorlesung langweilig wird. Also man merkt auch genau, in dem Moment kriegen die Leute nichts mehr mit. Und natürlich, weil das ist ein Themenwechsel. In dem Moment, wo du dein Handy rausholst, beschäftigst du dich mit etwas anderem als mit da vorne. Mir kann keiner erzählen, dass das Thema genauso intensiv für ihn ist, wenn er gleichzeitig auf sein Handy gucken kann. Das Bedürfnis, ständig online zu sein, erreichbar zu sein und alles mitzubekommen, was vielleicht in meinem sozialen Kontext, in meinem Netz passiert, das kann ein großes Problem sein, weil dann bin ich nie mehr zentriert auf irgendwas anderes, sondern ich bin immer mindestens mit einem Teil meiner Sinne bei dem, was passiert gerade auf Facebook, in WhatsApp und so weiter. Multitasking bedeutet also eigentlich einen raschen Aufmerksamkeitswechsel. Und das kann dazu führen, dass wir letztendlich viel mehr brauchen, viel mehr Zeit brauchen, viel mehr Fehler machen und letztendlich auch möglicherweise gestresst sind am Ende eines Tages. Stress ist an sich nicht negativ. In Stresssituationen sind wir zunächst wacher und leistungsfähiger. Aber wenn der Stress zum Dauerzustand wird und keine Entspannung eintritt, wird es ungesund. Na, wie weit bist du? Also im Arbeitsalltag ist es so, dass wir vor 5 Jahren angefangen haben mit den Azubis und die Azubis selber 1,5 Stunden ohne Probleme auch durchgehalten haben, dem Seminargeschäft vor allem zu folgen. Und jetzt wird es seit ungefähr 2 Jahren kritisch, dass wir nach ungefähr 40, 45 Minuten, manchmal auch erst nach 60 Minuten, je nachdem, welche Themeninhalte wir haben, eine Pause einlegen müssen, weil die Azubis einfach vom Kopf her gefühlt dicht sind. Was momentan ganz spannend ist und in der Forschung relativer Fokus ist, ist, dass wir merken, dass in der Industrienation die kreativen Leistungen nachlassen. Und man vermutet, dass da ein Zusammenhang besteht. Und der Grund dafür liegt wahrscheinlich in der Verstopfung unseres Gehirns mit Reizen und Informationen. Man spricht von einer Cognitive Constipation, also einer kognitiven Verstopfung an Informationen, die dazu führt, dass wir Schwierigkeiten haben, sinnvoll miteinander Dinge zu assoziieren und zu verknüpfen. Zum Beispiel eine große Hausarbeit zu schreiben oder Bachelor- oder Masterarbeit ist ja ein kreativer Prozess. Und dieser kreative Prozess, der kann nur in Gang gehalten werden oder überhaupt in Gang kommen, wenn ich auch die Möglichkeit habe, mich voll und ganz darauf einzulassen und Gedanken einfach auch entwickelt werden, bewegt werden. Und wenn ich aber ständig alle 5 Minuten wieder ganz woanders bin, kommt dieser Prozess, glaube ich, nur sehr unzureichend in Gang. Aber der Mensch hat sich im Laufe der Evolution immer wieder an neue Situationen angepasst. Werden wir mit der Zeit nicht einfach zum Homo digitalis? Was wir heute wissen, ist, dass unser Gehirn sehr neuroplastisch ist. Tatsächlich ändert es seine Struktur, je nachdem, wie wir es nutzen. Und natürlich ist zu vermuten, dass die andere Art, wie wir mit Reizverarbeitung heute umgehen, wie wir Dinge durchdenken oder wie wir unser Belohnungssystem anträgern, auch die Struktur unseres Gehirns verändern wird. Was wir aber auch wissen, ist, dass menschliches Denken und Verhalten sich wahrscheinlich in etwa 10.000 Jahresabständen ändert. Und wir sind alle einer Meinung, dass der Lebenswandel sich in den letzten Jahren so rapide verändert hat, dass natürlich jegliche biologische Entwicklung damit nicht Schritt halten konnte. Da es die Evolution nicht richten wird, müssen wir uns mit unserem Verhalten auf die digitalen Medien einstellen. Also meine Freunde benutzen kaum irgendwie ein Smartphone oder sowas, sondern echt nur so ein schwarz-weiß Handy, einfach um zu telefonieren oder um erreichbar zu sein. Für manche sicher auch Selbstschutz. Damit verlieren wir allerdings auch die Vorteile, die uns ein Smartphone bietet. Konfigurieren ist das Zauberwort. Das Betriebssystem ist nicht das Handy und auch nicht der Computer und auch nicht die Technologie. Das Betriebssystem ist der Mensch.
Natürlich erfordern die Einstellungen Zeit und Aufmerksamkeit. Aber es lohnt sich, wenn wir nicht mehr ständig durch eine Flut von Informationen abgelenkt werden. Warum muss ich mein Handy konfigurieren? Weil sonst alle Einstellungen so sind, dass ich möglichst viel kommuniziere, dass ich möglichst viel unterbrochen werde und dass ich möglichst viel verlerne, mein Leben zu genießen, abzuschalten oder auch mal konzentriert zu arbeiten. Das heißt, dieser Schuss geht nach hinten los. Wir müssen uns echt angucken, was kann ich machen, weil theoretisch kann das Handy mir Zeit sparen, Produktivität steigern, mich besser managen, mein Leben, meinen Alltag managen. Aber dazu muss ich gucken, wie ich es konfiguriere. Liefern wir uns also nicht bedingungslos den Vorgaben der Hersteller aus und stellen unsere Geräte so ein, dass sie unser Leben erleichtern, statt uns zu stressen. Manchmal fällt es trotzdem schwer, sich zu entziehen. WhatsApp will immer was von mir. Wenn ich mit WhatsApp meinen Tag beginne, beende ich ihn auch damit. Und dazwischen habe ich nichts gemacht, außer Dinge, die so unnötig sind wie Sonnenallergie. Ich komme halt von der Schule nach Hause, von der Arbeit nach Hause und es ist irgendwie 8 Uhr abends und irgendwann, man ist total verstrahlt und will eigentlich nur irgendwie mal eine Pause und trotzdem sitze ich dann da. Um einmal so runterzukommen, scrolle ich dann und scrolle und gucke mir die neuesten Bilder an, die irgendjemand gepostet hat. Und dann denke ich auch im Nachhinein so, boah, jetzt hast du hier gerade 20 Minuten gesessen und dir irgendwelche Sachen angeguckt. So. Und ich weiß, dass ich sofort gefangen bin in dem Katzenvideo. Weil das halt cool ist und man möchte sehen, was als nächstes passiert. Aber man ist halt in einer anderen Welt. Du bist nicht mehr da, wo du bist. Du bist bei der Katze, die sonst wo ist. Gerade in den Hochschulen verlangt die ständige Präsenz digitaler Medien viel Selbstkontrolle. Die größte Schwierigkeit bei dem Einsatz von Computern, was wir einerseits ja wollen, weil unsere Welt immer digitaler wird, die größte Schwierigkeit besteht wirklich in dem Ablenken. Das heißt, jeder, der ehrlich ist, der weiß einfach, okay, wir sind überall in der Universität online, überall ist WLAN, jeder hat permanent den Zugang dazu und es verlangt wirklich dann eine bewusste Entscheidung, die Messenger- und Mail-Programme und alles andere, WhatsApp, auszuschalten, um sich nur auf eins zu konzentrieren. Das ist ein Lernprozess. Es gibt eine ganze Reihe interessanter Studien, die gezeigt haben, dass nach 90 Minuten kontinuierlicher Arbeit an einem Projekt 20 Minuten Pause am sinnvollsten ist, um wieder wirklich in die Entspannung zu kommen. In dieser Pause sollte man dann aber nicht spielen oder chatten oder mailen, sondern wirklich zur Ruhe kommen. Wir sollten also genau überlegen, wie wir unsere Pausen gestalten. Wir sollten tun, was uns gut tut. Das gilt auch für den Feierabend. Wir brauchen Bewegung genauso wie Entspannung. Und wir brauchen Freunde, denen wir real begegnen. Nur echte Freunde können uns ins Gesicht sehen und spüren, wie es uns geht. Wir können mit unseren 22 Gesichtsmuskeln pro Seite weit über 2000 Gesichtsausdrücke zeigen. Wie viel Emoticons können wir in einer überfrachteten WhatsApp-Nachricht schicken und was sagt das noch aus? Entspannt und glücklich werden wir deshalb meist nicht, wenn wir allein vor dem Computer sitzen. Trotzdem ist das Spielen am PC für viele ein willkommenes Mittel, sich von der Anspannung des Lernens oder Arbeitens zu erholen. Bei einem Computerspiel sagt man manchmal, man kommt runter. Eigentlich würde ich eher sagen, man kommt viel mehr raus. Denn runter kommen Sie nicht unbedingt. Ein Videospiel, wenn Sie es mit ganzer Liebe und Akribie spielen, kann Ihr vegetatives Nervensystem eher antreiben. Sie kommen eher hoch. Aber Sie kommen raus aus dem Alltag. Sie werden mal von Ihren Gedanken abgelenkt, beschäftigen Sie mal nicht mit Ihren Sorgen und Nöten, sondern versinken in einer spannenden Geschichte. Und deswegen kann ein Videospiel auch zur Stressentlastung beitragen. Ich spiele sehr wenig Computerspiele mittlerweile durch das Studium bedingt. Beziehungsweise ich habe jetzt auch überhaupt nicht mehr den Drang, Computerspiel zu spielen. Mittlerweile gestalte ich meine Freizeit ganz anders. Das liegt sicherlich auch mit an der Informatik. Dadurch, dass ich die ganze Zeit am Rechner sitze und die ganze Zeit auf den Bildschirm gucke, ist es so, dass wenn abends der Fernseher läuft, dann kriege ich die Krise, weil ich sowieso den ganzen Tag auf den Fernseher geschaut habe. Das heißt, ich gehe lieber raus, mache gerne Sport und das Computerspielen hat sich mit der Zeit bei mir einfach eingestellt. Nicht jedem fällt der Wechsel vom ausgiebigen Spielen und Chatten in der Schulzeit zu einem bewussten Umgang damit in Ausbildung und Studium leicht. Aus meiner Sicht möchte ich Computerspiele im Netz gar nicht bewerten. Das gehört mittlerweile auf eine Art und Weise zum Lebensalltag. Aber
wir wissen eben auch, dass sie süchtig machen können. Und so müssen wir sie auch beurteilen aus meiner Sicht und müssen uns auch klar machen, je früher ein Mensch mit diesen in Kontakt kommt, desto größer die Gefahr ist, davon süchtig zu werden. Bei Glücksspielen sagen wir ganz klar, man muss 18 sein. Bei Alkohol muss man 16 sein. Das hat gute Gründe, weil unser Belohnungssystem gerade so ausgerichtet ist, eigentlich ganz viel an Erfahrung zu machen, ganz viel Input zu bekommen. Und wenn das Suchtmittel zu früh reingrätschen, sage ich jetzt mal, dann ist auch die Suchtgefahr größer. Gerade im Übergang zwischen Schule und Beruf fällt es manchem schwer, private und berufliche Mediennutzung voneinander zu trennen. Wie soll ich mein World of Warcraft-Level halten, wenn ich bis abends arbeiten muss? Wie soll das denn gehen? Aber wann wird es wirklich zu viel? Ich sollte mir dann Gedanken machen über meine Internetnutzung, wenn ich unruhig werde, wenn ich mal nicht ins Netz kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich verpasse ständig dort etwas. Wenn andere Menschen mir sagen, hör mal, du bist überhaupt nicht mehr dabei bei der Sache, beim Sport, wenn wir Freunde unterwegs sind. Und wenn der Arbeitgeber eventuell dann noch Alarm schlägt und sagt irgendwie, sie sind nur noch unkonzentriert und schlaflos, was ist denn eigentlich los? Dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass man in der Freizeit oder vielleicht auch während der Arbeitszeit viel zu viel online ist. Wer unsicher ist, kann sich auf den Seiten der Online-Suchtberatung Oasis informieren oder ebenfalls im Netz in einer digitalen Selbsthilfegruppe wie Webcare vorbeischauen. Die Webadressen dazu findet man auf den Seiten der TK. Welche Herausforderungen das Netz auch für den Einzelnen bedeuten kann, so sind wir doch darauf angewiesen. Auch unser zukünftiges Arbeitsleben wird durch das Internet geprägt. Welche digitalen Kompetenzen müssen angehende Studenten heute für das Studium mitbringen? Ja, also wir können von der Schule schon voraussetzen, dass Programme wie Word, Excel und Ähnliches beherrscht werden können. Aber wichtiger ist eigentlich die Fähigkeit, überhaupt das Netz reflektiert nutzen zu können. Also wie kann man zielgerichtet eine Suchmaschine auch nutzen und nicht einfach nur den erstbesten Treffer von Google verwenden? Welche Recherchemöglichkeiten gibt es? Und dafür ein kritisches Bewusstsein entwickelt zu haben, ist schon etwas, was absolut notwendig ist, aber was längst nicht jeder mitbringt. Google arbeitet mit Algorithmen. Die Ergebnisse, die ich bekomme, sind eine Mischung aus dem, was ich bisher gesucht oder aufgerufen habe, und dem, was andere mit einem ähnlichen Suchverhalten dann angeklickt haben. Egal, was ich suche, da werden nur Handys angezeigt. Will ich wirklich etwas Neues erfahren, muss ich anders vorgehen. Möglichkeit 1. Ich schaue mir nicht nur die ersten 10 Ergebnisse an, denn die sind algorithmusgesteuert. Ich gucke mir zum Beispiel Meta-Suchmaschinen an. Das sind Maschinen, die sozusagen parallel meine Suche in verschiedenen Suchmaschinen gleichzeitig einen Auftrag geben und dann mir hinterher sozusagen eine Gesamtschau geben, was hat die Maschine gefunden, was hat jene Maschine gefunden. Oder ich gucke gleich auf eine Maschine, die eben nicht mit diesen Cookies arbeitet, also nicht mit Algorithmen. Das wäre zum Beispiel die deutsche Maschine xquick.de. Da bin ich unabhängig vom Algorithmus, den Google mir sozusagen vorgibt, sondern da kann ich suchen, was ich wirklich selber suche. Wenn ich dann Ergebnisse bekommen habe, welche Anhaltspunkte habe ich, ob sie der Wahrheit entsprechen? Gerade am Beispiel Journalismus lässt sich das gut veranschaulichen. Also ich würde sagen, wenn ich wissen will, ist eine Meldung wahr oder nicht, also ist es Fake News oder nicht, dann habe ich zwei Möglichkeiten, sage ich mal vereinfacht. Die erste Möglichkeit, ich schaue auf ein seriöses Medium, schaue, ist diese Meldung da auch präsent. Das zweite ist, ich stelle einfach fest oder gucke, sind die Fakten genannt, also wer, wie, was, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm, sagt man allgemeinerweise. Und wenn solche Informationen nicht stimmen oder gar nicht genannt sind, dann weiß ich, es ist keine wirkliche Nachricht, es ist irgendwie eine gepostete Meinung oder irgendetwas, jedenfalls nicht das, was wir als Meldung oder Nachricht bezeichnen. Das gilt natürlich nicht nur für digitale Nachrichten. Man sollte sich auch fragen, welche Interessen diejenigen haben, die die Informationen anbieten. Also bestimmte gezielte Interessen
zu erforschen, die hinter einer Meldung stehen, das ist nicht so ganz einfach. Da muss man als erstes, würde ich mal sagen, das Gehirn einschalten. Also ich muss mal gucken oder überlegen, steht die in einem bestimmten Kontext, in einem Kontext einer Entwicklung, die sich politisch oder wirtschaftlich oder gesellschaftlich ereignet, und von wem stammt diese Meldung? Und was wird da möglicherweise transportiert? Und kann ich fragen, wer hätte ein Interesse an dieser Meldung, dass sie so und nicht anders transportiert wird? Und dann kommt man relativ schnell drauf, aha, das könnte diese oder jene Gruppe, diese oder jene Institution sein. Aber wir erhalten nicht nur Informationen, wenn wir etwas googeln, wir geben auch welche. Die Grundeinstellungen von Google sind natürlich so, dass wir der gläserne Nutzer sind. Deswegen ist das Zeug ja gratis. Jeder von uns hat was zu verbergen und wir haben alle was zu schützen. Und das ist die persönliche Freiheit und es ist auch die Freiheit auf eine informationelle Hoheit. Will sagen, wenn die Leute unsere Daten haben, werden wir manipulierbar. Wir kriegen diesen Filterblick auf die Welt und drehen uns immer nur noch um das, was Facebook und Google uns für vermeintlich relevant und wahr zeigen wollen. Hier müssen wir das Kleingedruckte lesen und wieder selber entscheiden, welche Daten wir hergeben und welchen Quellen wir vertrauen. Also eines der Probleme ist, wenn man sich gerade aus sozialen Medien informiert, die ja kurz gefasst sind, wo man auch nicht immer die Quelle sofort erkennen kann, ist einfach das Problem der selektiven Wahrnehmung. Etwas, was sozusagen schon immer da gewesen ist, dass der Mensch eben darauf geeicht ist, nur die Nachrichten sozusagen zu akzeptieren oder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, die man gerne hören oder lesen möchte zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass das vielen nicht so klar ist. Und das finde ich sehr schade, gerade in unserer Gesellschaft, dass viele die Nachrichten nicht hinterfragen. Dass viele nicht hinterfragen oder sich genauer informieren, was wirklich passiert ist, sondern dass sie vieles, was ihnen gesagt wird, einfach als gegeben nehmen. Und eigentlich ist man dann nichts anderes als ein Bildzeitungsleser, nur eben digital und über Social Media, was dann bedeutet, wenn man sich sozusagen da dauernd einlullen lässt von solchen einseitigen Nachrichten, man verblödet irgendwann. Und das ist keine gute Voraussetzung, sage ich mal, für eine spätere berufliche Karriere. Gut, wer die Grundlagen der Internetrecherche beherrscht. Die Arbeitsagentur, Berufsverbände, Institutionen, aber auch Unternehmen und private Beratungsplattformen geben die Möglichkeit, sich mit seinen Wünschen auseinanderzusetzen. Dabei muss man überhaupt erst mal einen Ausbildungsplatz bekommen. Genommen hat er mich nicht. Warum hat er nicht gesagt? Laut einer Studie des Bundesverbandes der Unternehmensberater googeln fast 30% der Unternehmen ihre Bewerber im Netz. Man muss sich selber googeln. Und man muss sich googeln aus der Sicht seines schlimmsten Feindes. Und sich wirklich überlegen, wenn mich einer nicht leiden kann, was findet der über mich, was mir ein Bewerbungsgespräch zur Hölle machen kann oder was mir einfach schaden kann. Und darauf muss man vorbereitet sein und auch Antworten haben. Doch längst sind wir vorsichtiger geworden, was wir von uns preisgeben. Wenn mein Arbeitgeber mich googeln würde, würde ich ganz klar sagen, dass er mich einstellt, weil ich sehr diskreter bin, was ich im Internet poste und kaum Bilder und höchstens Urlaubsbilder und so, die man gut nehmen oder angucken kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass unsere Generation vorsichtiger ist. Also, dass sie eher überlegt, wo verlasse ich mich verlinken oder was für Einstellungen gibt es auch da überhaupt. Das Schöne an einem Profil ist ja auch, du bist dein eigenes Model. Du kannst da hinschreiben, wie du dich gerne haben möchtest oder wie du dich gerne präsentieren möchtest. Und das machen auch die meisten, genauso wie Instagram dein eigener Platz für dein persönliches Fotoshooting ist, was du mit dir selber hast. Und nicht, wer bin ich? Das hat nichts miteinander zu tun. Also das, was man präsentiert nach außen hin, darauf wird höllisch geachtet. Das ist das Thema in unserer Generation. Wie präsentiere ich mich auf meiner Website und was mache ich damit? Aber deswegen wird nichts in die Richtung auftauchen, hey, da hat er Scheiße gebaut oder da war auf der Party so betrunken. Weil da achten die Leute schon sehr darauf, dass das nicht rauskommt. Wichtiger als das eigene Online-Profil ist der Auftritt in der analogen Welt. Ich google nicht nach Bewerbern im Netz, weil ich der Ansicht bin, dass das deren Privatatmosphäre und Privatsphäre ist. Mich interessiert der Bewerber im persönlichen Eindruck. Trotzdem kann man sich bei vielen Unternehmen fast ausschließlich online bewerben. Wie aber kann ich meine Bewerbung so gestalten, dass sie positiv aufgenommen wird?
Welche Kompetenzen beurteilen Personalverantwortliche positiv? Wichtig ist mir ein aussagekräftiger Lebenslauf, dass ich möglichst schnell erkennen kann, was der Schüler neben der Schule für Aktivitäten hat, sei es ehrenamtliche Tätigkeiten, sportliche Aktivitäten, ist er in einem Mannschaftssport, ist er in einem Verein tätig und übernimmt vielleicht auch dort schon kleine Aufgaben, spielt er vielleicht auch ein Instrument, ist er im Ausland gewesen? Das sind Dinge, die mich sehr interessieren. Dabei wird es für die Unternehmen deutlich schwieriger, geeignete Bewerber zu finden. Also ich stelle schon seit ein paar wenigen Jahren Veränderungen fest, auf jeden Fall. Zum einen ist die schulische Qualifizierung anders. Ich stelle Defizite in Mathematik und Rechtschreibung fest, auch in der Kommunikation, aber dann auch in dem privaten Aspekt, dass sie weniger sportlich unterwegs sind, sich einbringen in Ehrenämtern, dass die Schüler eben selber sich für die Medien interessieren und zu Hause sind und über ihre digitalen Kanäle miteinander kommunizieren, aber nicht mehr im direkten Kontakt. Auch in den Betrieben bleibt das nicht ohne Folgen. Natürlich sehen wir an Bildschirmarbeitsplätzen gehäuft Verspannungssymptome im Schulter-Nackenbereich oder Kopfschmerzen. Und das versuchen wir durch arbeitsplatzbezogene Trainingsprogramme und ergonomische Bildschirmarbeitsplätze aufzufangen. Zu langes und häufiges Sitzen schadet langfristig unserer Gesundheit. Jede Bewegungspause, mit der wir das Dauersitzen unterbrechen, ist für die Gesundheit ein Gewinn. Lange Computerzeiten sind aber auch Zeiten, in denen wir andere Fähigkeiten vernachlässigen. Gerade in Berufen mit manuellen Anforderungen stellen die Ausbilder deutliche Folgen fest. Auch viele Studierende fühlen sich häufig überfordert. Man muss eine unendliche Vielzahl von Entscheidungen permanent allein treffen. Und das ist eben auch Teil des Studiums. Und man muss sich ganz auf sich und sein Lernen konzentrieren. Und das ist nicht unbedingt immer die helle Freude. Und dabei treten dann eben Schwierigkeiten zutage. Rücken- oder Kopfschmerzen, stressbedingte Erschöpfung oder Schlafprobleme sind laut einer Untersuchung der Techniker Krankenkasse keine Seltenheit. Fast alle Hochschulen bieten Beratungen bei Prüfungsangst, Stresssymptomen, aber auch allen weitergehenden psychischen Problemen an. Man kann sich bei uns aus verschiedenen Wegen anmelden. Entweder wir bekommen eine E-Mail mit einer Bitte um einen Termin. Wir bieten aber auch 3-mal in der Woche eine offene Sprechzeit an, wo man einfach ohne Anmeldung und ohne Termin kommen kann. Wir verwenden viel Zeit darauf, einen Beruf zu finden, der uns Spaß macht und es uns ermöglicht, einen Teil unserer Ziele zu verwirklichen. Wir sollten genauso gut überlegen, wie wir die übrige Zeit verbringen. Leben wir so, wie es uns gut tut? Ist der digitale Begleiter wirklich wichtiger als unser Gegenüber? Begreifen wir eigentlich den Computer noch als Arbeitsgerät oder führen wir schon ein Ersatzleben im Netz? Komm auf die dunkle Seite. Brauchen wir vielleicht regelmäßig digitale Auszeit? Es ist eigentlich auch sinnvoll, nicht immer nur zu schauen, was man alles nicht machen möchte mit den digitalen Medien, sondern zu schauen, wie gestalte ich meinen Alltag so attraktiv, dass es auch ohne digitale Medien geht. Bei privaten Treffen das Handy bewusst auszuschalten, zeigt eine offene und zugewandte Haltung. Und zu Hause helfen medienfreie Zonen, zum Beispiel beim Essen, dem Stress des Always-on und der permanenten Sofortness zu entgehen. Smartphone mit im Bett nehmen, habe ich mir abgewöhnt. Genauso, also bei mir zu Hause haben Handys Tisch- und Bettverbot. Und es ist extrem gut für den Genuss, ja, der Dinge, die schön sind im Leben. Ein leckeres Essen und ja, den Rest kann sich jeder selber ausmalen. Viele von uns nutzen Smartphone und Computer auch zur Freizeitgestaltung. 8 von 10 Menschen sind immer erreichbar. Aber wenn wir über unsere Träume und Vorstellungen sprechen, wie viel Platz räumen wir darin den Medien ein? Meine Träume sind es eigentlich, die Welt kennenzulernen, viele verschiedene Orte zu bereisen, auf einem Kontinenten einmal gewesen zu sein. Das Leben ist so lang, es gibt so viel, was wir noch lernen können. Und wir haben so viele Möglichkeiten, die sollte man irgendwie alle nutzen.
Weil ich möchte natürlich später auch irgendwie was Großes erreichen und meinen Traum verwirklichen. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wo der Weg hingeht, aber das ist auf jeden Fall wichtig für mich. Persönliche Kontakte, also Familie steht ganz weit oben, Freunde stehen natürlich ganz weit oben, aber ja, dass man viel miteinander erlebt, dass man viel zusammen lachen kann, dass man halt auch wirklich was hat, worauf man sich vielleicht in ein paar Jahren nochmal zurückerinnern kann und mal drüber spricht und gemeinsame Erfahrungen teilen kann. Ich finde, das ist ganz wichtig im Leben. Dabei verbringen wir im Schnitt jeden Tag 3 Stunden Freizeit vor dem Bildschirm. Aber wenn wir gefragt werden, was wir am liebsten tun, spielen die Medien selten eine Rolle. Ja, ich treffe mich viel mit Freunden, bin unterwegs, gehe zum Fußball. Ja, oder wir sind draußen zusammen, gehen wandern, gehen spazieren, gehen zusammen fotografieren. Also ich habe tatsächlich mehrere Freunde, die viel fotografieren. Ich halte es für absolut wichtig, Offline-Phasen zu leben, kennenzulernen und die Unruhe, die möglicherweise zunächst mal auftreten mag, auch auszuhalten. Und dann zu sagen, was will ich denn heute von dem Tag, der nicht wiederkommt? Weiß man ja nicht, ne? Was sind meine Prioritäten? 1, 2, 3 Dinge, die heute ganz besonders persönlich wichtig sind. Und gerne dir auch noch erledigen und dann erst gucken, Handy an, Computer an, was will denn die Welt von mir? Kommunikation, insbesondere hier auch wieder WhatsApp und E-Mails, machen einen so reaktiv. Die wollen immer was von einem und treiben einen durch den Tag. Und man hat gar nicht mehr selber oft die Chance zu definieren, was ist für mich wichtig, was sind meine Ziele. Und welche Ziele haben wir als die Techniker mit diesem Film? Als TK möchten wir aufzeigen, dass es da nichts zu verteufeln gibt. Die Medien sollen natürlich genutzt werden, sie sind unser täglicher Bestandteil. Aber nicht aus dem Sinn zu verlieren, sich dabei regelmäßig zu bewegen, sich mit Freunden zu treffen, sich nicht stressen zu lassen. Das sind, glaube ich, einfach Punkte, auf die man noch mal aufmerksam machen kann, weil sie uns alle doch in unserem Alltag angehen.